So, ey, weg von euch. So, also, wir haben den Sprungpunkt hier. Haben wir auch schon? Ich habe dich schon erwartet. April ist Ausdauermonat. Ach, es kommt auf die Liste. April. Ausdauer. So. Irgendwann kriegen wir die Liste noch voll. So, das war ein Grund, warum wir nach Burg Ironfist gegangen sind. Der andere war herauszufinden, wo die meisten Lehrer waren. Das war bei Burg Stone. Du? Guck mal, ob das der Burg Stone ist. Also nicht hier, sondern eventuell da. Rufeisen? Nee. Eventuell da drüben. Da ist ja das eine Schloss. Und das andere Schloss wäre im Süden. Das von dem Prinz der Diebe. Also, ja, der Anführer der Kleriker und so, aber auch gleichzeitig der inoffizielle Prinz der Diebe. Halt! Wer ist da? Burg Stormguard. Nein. Burg Stone wollen wir nicht, Burg Stormguard. Wir wollen nicht in die Harpien laufen, weil ich nicht wieder entfluchen möchte. Warum wurdest du nicht verflucht? Ich meine, das ist super praktisch, aber warum wurdest du nicht verflucht? Da bin ich jetzt skeptisch. Schleunigte Erholung? Nö, du hast nichts, was irgendwie... Zauberpunkte... Plus 10 auf was? Plus 10 auf alle Resistenzen. Okay, du hast höhere Resistenzen als alle anderen. Hm, okay. So, bist du Burgstone? Halt, wer ist da? Ja, Burgstone. Das heißt, hier irgendwo in der Nähe ist der Lehrer. Hallo? Meister. Durchmeister. Du musst Experte werden. Ja, können wir später mal machen. Expertenlehrer für Talana. Aber, wie geht's? Meister in Lederrüstung. Stufe 10. Okay. Das ist... 8 plus 9 plus 10. Das sind 26, richtig? 8 plus 9... 8 plus 9, 17, 27. Ja, das sind eine Menge Punkte. Ich weiß nicht, ob es mir das wert ist. Aber dann könntest du öfters zaubern. Das ist ja schon mal ganz schick. Na gut, müssen wir abwarten. Wie schaut es bei dir aus? Dann brauchen die wahrscheinlich auch 10 Punkte, ne? Aber warum konnte er dann Meister werden mit 7? Das muss wieder eine von diesen vielen Ausnahmen hier sein, die es im 6. Teil gibt. Im Gegensatz zum 7. Was zum einen ganz schick ist, zum anderen aber auch ein bisschen... komisch, das zu koordinieren. Du mach bitte Tag des Schutzes. Haben wir hier noch irgendwas? Da waren wir, glaube ich, drin, in dem Dungeon. Was ist da? Machen wir eine kleine Erkundungstour. So. Nix. Nicht gegen die Wand laufen. So. Also hier unten, es könnte fast ein Tempel von Bar sein. Schattengilde. Heimat des sogenannten Prinzen der Diebe. Was? Den Prinz der Diebe haben wir doch gerade aus der Kanalisation gefischt. Gucken wir mal rein. Hallo. Hey, wo sind wir? Du mach mal lieber, ne? Tag der Götter. Du mach bitte Fackellicht. Oh. Oh, irgendwas haben die da kaputt gehauen. Warte mal ganz kurz. Ich hätte schon ganz gerne Heldentum und so. Was machen die da immer? Irgendwas stellen die mit uns an. Die zucken so komisch. Du Stunde der Kraft. Weg. Assassine in der Ecke hier. Du. Ja, kann mit. Soweit nicht besonders schwer. Jo. Hier ist irgendwo eine Falle gewesen. Weg. Na, mal gucken, ob das gleich noch anzieht von Schwierigkeitsgrad oder ob es da schon war. Weg, weg, weg. Brutzel, brutzel. Wow. Falle Ausrufezeichen, ja. Weg, weg, weg. Hm, kein Prinz der Diebe unterm Bett versteckt wie letztes Mal.
Ah, war eine Nachricht. Brief an den Prinzen der Diebe. Prinz, Anthony Stone hat entschieden, euch ein für alle Mal zu beseitigen. Ich bin sicher, ihr werdet seinen Mann bald treffen. Das wären wir. Zu eurer Sicherheit habe ich einen Ort in den Abwasserkanälen der Freehaven für euch vorbereitet. Verlasst sofort die Gildenhalle und kommt in die Abwasserkanäle. Sobald die Luft rein ist, steht es euch frei, in die Gildenhalle zurückzukehren. Ja. Gut. Also wird wahrscheinlich davon ausgegangen, dass man zuerst hier... Aua. Zuerst hier guckt. Weil hier halt auch der Auftrag verteilt wird. Hier sind das nur ein wenig anders angegangen. Das heißt, wir rutschen hier einmal durch, hauen alles ein bisschen an und dann passt das schon. Das ist ein komischer Raum. Ist das ein Trainingsraum? Du... geteiltes Leben. Aber macht Sinn, wenn es eine Diebesgildenhalle ist, dass sie auch Trainingsräume haben. Ganz schön viele Nischen. Weg. Weg, 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 weg. So. Ein Knopf. Hier ist nichts. Das glaube ich ja nicht. Da unten ist auch noch was. Ah, hier geht's runter. Gucken, ob jetzt der Schock kommt und ganz schwere Gegner. Nee. Nicht wirklich. Okay, also wir sind anscheinend wirklich... viel zu hoch für die Ecke hier. Nö, bleibst da. Aha. Weg, weg, weg. Oh, 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 oh. Okay. Das war unerwartet. Ist einfach der Boden weggefallen. Na gut. Okay, also wir können uns jetzt halt rausporten. Aber es muss doch irgendeinen Weg für die geben, hier normalerweise rauszukommen. Ist bestimmt irgendwo ein Schalter an der Wand oder so. Nö. Au. Okay, okay. Nicht auf die großen Stacheln springen. Probier mal am Rand lang zu. Du? Spring. Geht nicht. Häng in der Ecke. Na gut, hier ist eh nichts wirklich Interessantes gewesen. Also springen wir einfach nach Whitecap zurück. Und fliegen von hier aus weiter. Ja. Also. Stopp. Da ist die Diebesgilde gewesen. Für uns nicht wirklich interessant. Hier unten war etwas mit den Ogern. Da war links etwas, da war rechts etwas und in der Mitte war so ein großer Raum mit ganz vielen Ogern. Das hatten wir aber, glaube ich, zu Ende gemacht. Wir können nochmal ganz kurz reingucken, um die Erinnerung zu bestärken. Und das ist da oben, ist da ein Haus drauf? Nein, sieht nur so aus, okay. Eiswindfestung. Ja, hier waren wir schon. Also, Eiswindfestung haben wir auch. Hier im Süden ist man noch recht viel unerforschtes Gebiet. Brunnen. Okay. Nach Kosten. Gerogon. Vorübergehend 20 Geschick und Reaktion. Oh. Vorübergehend 20 Rüstungsklasse. Könnte man halt theoretisch auch einen Sprungpunkt hinsetzen, aber finde ich jetzt nicht ganz so berauschend. Hier ist nichts. Ich würde nämlich ungern wieder in die Festung mit den fliegenden Augen. Die wirkt doch noch ein wenig schwer. Ganzen Darm, hier könnten wir den Meteorregen erwischen. Oh, kommt mal her. Au, ja. Au, ja. Ihr sollt eigentlich nur schön zusammenlaufen. Genau, macht einen schönen Kreis. Rundenbasierend. Hallo. Na, ganz schön zäh. Nimm, 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 Sternfeuer. Du heilst bitte mal alle.
Oh, machen die Meteorien und Sternfeuer jetzt auch weniger Schaden, weil wir müde sind? Das wäre ärgerlich. Aber ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass Müdigkeit nur Nahkampfsachen beeinflusst. Aber trotzdem können wir ja mal bei den wichtigeren Chars das kurz aufheben. Schieß. Meteorregen. Wusch. Ja, wirkt gleich wesentlich stärker. Aber es kann Einbildung sein. Und da waren auch gerade 20, nee, das passt soweit. Trotzdem Schwäche heilen. Piu, piu. So, jetzt können wir auch landen. Hopp, war eine ganze Menge. Hundesoldat. Auf 30 Gold pro Soldat. Okay, 100 waren auch dazwischen, aber wir haben nicht mehr so ganz die Goldprobleme. 150.000 sind schon. Wobei, es sollte vielleicht doch langsam mal zu Bank. Wäre doch ein wenig ärgerlich, wenn da jetzt was passieren würde. Da ist noch eine Gruppe Hunden, da ist noch eine Gruppe Hunden. Aber kein Kerker oder dergleichen. Oh, schade, okay. Was haben wir südlich von Whitecap? Freehaven, ne? Ja, wir wollen nicht nach Freehaven, danke. Wir würden gerne... Statt... Oh, zu wenig Zauberpunkte. Nee, okay, dann wollen wir doch nach Freehaven. Können wir nicht unterwegs wenigstens schlafen. So. Freehaven. Was war da? Du... Fliegen. Oh, wir sollten noch abheben. Du... Tag des Schutzes. Wir sollten ganz kurz beim Rüstungshändler vorbeifliegen. Und da ein bisschen was verkaufen. Wir sind nämlich doch ziemlich beladen. Und wo wir gerade hier sind, wo ist die Bank? Die Bank war hier auch irgendwo. Heilendste Waffen im Land. Weg. Weg. Ist einer von euch was Interessantes? Kartograf, Schornsteinfeger, nö. Die Waffen bitte nicht anfassen. Weg, 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 weg. Weg, 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 weg. Jo, passt, okay. Spezialitäten? Nee. Bank. Hier war ein Stall, nö. Gelehrtengilde des Geistes. Irgendwas Neues vielleicht? Die Magie des Wissens. Hirnschlag. Ich glaube, Hirnschlag hat sie noch nicht. Das kaufen wir einfach mal. Telekinese haben wir. Massenfurcht haben wir nicht. Lähmung heilen haben wir. Charme haben wir nicht wieder gekauft. Umnachtung haben wir nicht wieder gekauft. Okay, damit kann ihre. Ich nicht. Was? Achso, wir haben noch alte Zauberbücher dazwischen gehabt. Nee. Okay. Okay, ja. Okay. Ja. So. Wir bräuchten noch ein Kinkerlitzchen laden. Hm, okay. Flitzen wir durch die Gegend. Kinkerlitzchen und Bank. Kinkerlitzchen und Bank. Bank. Was kann ich für dich tun? Einzahlen. 1, 0, 0, 0, 0, 0. Bitteschön. Mystica. Hallo. Anschließend mehr Informationen. Für alle Charaktere 3 Punkte Bonus auf alle Zauberspruchfähigkeiten. Ist gekauft. Nein, du bist auch ein Mystiker. Das ist nicht gut. Also, ich bin immer noch recht zwiegespalten, was die Boni angeht. Weil bei 7 war es halt so, wenn man zweimal das gleiche hatte, hat es nicht gesteckt. Wenn man zweimal verschiedene Klassen hatte, also Mystiker und Zaubermeister, dann ging es. Flötenspieler, nein. Das heißt, wir lassen die zwei erstmal ruhig dabei. Wenn wir aber einen Zaubermeister finden, dann lassen wir einen von den beiden. Anhänger von Bar. Nee, komm. So, Kinkerlitzchen Laden war eh da, wo ich normalerweise immer hingehe. Also hier. Verkaufen. Weg, 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 weg. So. Engelshelm der Reaktion. Nein. Exquisiter Ring wird gekauft zum Verzaubern. Der Geschicklichkeitsring wird gekauft für das Geschicklichkeitsset für die Meisterränge. Himmelsring wird gekauft. Der wird ignoriert. Intellekt plus 7 wird ignoriert. Okay. Geschick plus 8. Du, damit hin.
du dahin. Zwischendurch mal ein, zwei Sachen verzaubern, da sammelt sich ja doch recht schnell was an. Charisma plus 12. Charisma plus 9. Charisma plus 8. So, der kommt weg.